Sprachnachrichten. Das neue Medium. Okay. Du betest aber trotzdem noch, oder? Hey ho, hier also eine Sprachnachricht von mir. Einmal im Monat treffen sich viele Männer in meinem Nachbardorf, die meisten gläubig, zum Feierabendgrillen. Der Ausrichter hat das Feuer geschürt, irgendwann legt er das Grilleisen darüber und dann die Grillware. Und kurz vorher, bevor sie dann verteilt werden, fragt der Grundstückseigner die fast schon rhetorische Frage: Ich bete dann mal für uns? Und dann kommt Folgendes: Dass das Essen uns gut tut, dass wir eine gute Gemeinschaft haben und dass die, die heute Abend nicht dabei sein können, auch einen guten Abend haben. Dagobert, wie betest du? Zu einer Sprachnachricht von mir bekam ich dann solch eine Frage. Du betest aber trotzdem noch, oder? Ich sagte darin nämlich, dass ich jetzt Gott für mich beten lasse. Mir scheint, dass man Gebet überwiegend so versteht, dass man Gott etwas sagt, seine Anliegen vorträgt oder eben für sich bemerkt, was Gottes Wille ist. Ein gläubiger Mensch aus dem 12. Jahrhundert sagte einmal: Ich will Gott nicht bitten, dass er mir dies oder das gebe. Ich will ihn auch nicht loben für das, was er mir gegeben hat. Ich will ihn bitten dürfen: Gib mir den Sohn. Meine Beschäftigung für den ganzen Tag, egal ob ich Hausarbeit mache oder unterwegs bin mit Musik in Kindergärten, Schulen oder Bildungseinrichtungen für Erwachsene, die ganze Zeit gilt meine Aufmerksamkeit diesem Geschenk. Zu dem allem, was ich Leben nenne, ein Leben von dem Lebendigen zu bekommen, von Gott nämlich, und zwar seinen Sohn. Bete ich also noch, wie mich jemand fragte? Weniger mit Worten, eher so, dass ich darauf achte und mich sehr darauf freue, von ihm gefunden zu werden.